Ja, Mensch, herzlich willkommen zur ersten Viertelfinalpaarung des KGSTTW-Turniers in seinem Namen, das Kalimo Games Total War Shogun Turnier oder Shogun Total War Turnier, ist ja auch egal. Ich habe den Namen schon wieder vergessen oder wie auch immer. Jedenfalls ist das hier die Paarung vom Kalimo Games gegen Tularis, wobei in diesem Falle heißt er nicht Tularis, sondern irgendwie X-Kill-Switch oder so. Tut mir leid, wenn ich den Namen nicht gemerkt habe. Auf jeden Fall, Tularis ist mein Kontrahent in diesem Falle. Schauen wir uns mal an. Wir können ja schon mal hier die Pause auflösen. Und schauen wir uns an, was hier für Truppen aufeinander warten. Welche Truppen hier sich gegenüberstehen. Jedenfalls bin ich mit den Torsa unterwegs. Oder Kalimo Games ist mit den Torsa unterwegs. Ich versuche das ja hier möglichst offen zu bewerten. Und die Tossa besitzen hier auf der linken Flanke eine wunderbare versteckte Einheit Scharfschützen und eine Einheit Kaiserliche Gardekavallerie. Beides ziemlich gut gewertet. Die warten nur darauf, dass der Feind in die Falle läuft. Dann ist hier die riesige Armee so postiert, dass sie direkt auf die andere große Armee trifft. Das ist alles so zusammengefächert aus Infanterie Roter Bär und Infanterie der Marine bei mir. Ich habe nur diese zwei verschiedenen Linieninfanterieeinheiten dabei, wohingegen der Tularis auf die United States Marines, Infanterie der Marine und Royal Marines setzt, sowie auf Streitmacht Roter Vogel. Und auf dieser Seite hat er zwei Einheiten Revolverkavallerie. Ich wiederum habe auf meiner Seite nochmal zwei Yariki-Kavallerie. Einheiten und damit wäre es das auch von der Kavallerieseite her. Mehr gibt es hier nicht, zumindest nicht offensichtlich am Anfang und letztendlich auch nicht insgesamt. Soweit kann ich ja schon mal voraussagen. Ja, ich habe ja die Schlacht geschlagen, also soweit kann ich schon mal sagen. Es gibt keine weitere Kavallerie außer diesen drei Kavallerieeinheiten auf meiner Seite und der zwei wunderbaren Revolverkavallerietruppen auf der Seite von Tularis. Und zwar sieht man hier ganz schön fünf Soldaten. Ne, warte, pardon, nicht fünf, sechs Truppen sind hier am Vormarsch. Eine trennt sich langsam von der Hauptarmee. Nein, doch nicht. Ich dachte schon, sie würde sich jetzt trennen davon. Die bleibt standhaft dort, wo sie ist. Genau. Aber hier ist schon mal zu sehen, dass diese Einheit, die United States Marines, in Richtung Wald marschiert und dementsprechend gleich nicht mehr da sein wird. Zumindest nicht mehr für mich sichtbar. Also da sein wird sie noch, aber sie ist halt nicht mehr zu sehen. Genauso wenig wie diese Einheit Roter Bär-Infanteristen für Tularis nicht zu sehen war. Allerdings ist sie ja da. Hier auf dieser Seite marschieren meine versteckten Einheiten immer weiter vor, weil sie sehen ja hier, da ist die Kavallerie, da kann man ja auch mal wegholen. Deswegen marschieren die mal los. Die Kavallerie eisern hinterher. In nötigen Abstand. Aber jetzt sind die Einheiten hier. Die feindliche Der Feind konnte eure Revolverkavallerie versteckten Einheiten entdecken. Ist dort und reitet erstmal schön in meine versteckten Scharfschützen hinein. Und die Revolverkavallerie, pardon, nicht die Revolverkavallerie, sondern die kaiserliche Kavallerie wird erstmal von einer schönen. Er wirft erstmal seine schöne Salve ab. Ihre Salve, pardon. Jedenfalls wurde der erste Ansturm der gegnerischen Kavallerie zurückgeschlagen. Und jetzt reitet meine Kavallerie entgegen. Und dort ist ein großer Schusswechsel zwischen den beiden Kavallerieeinheiten und meinen Kavalleristen. Doch nun kommt die Yariki dazu. Dann ist es relativ eindeutig, wer hier das Sagen hat. Jetzt sieht man hier oben, dass dort auch noch zwei Streitmacht-Roter-Vogelsoldaten-Truppen sind. Und auch den Vormarsch wagen. Aber ich sehe das ganz schnell und ziehe meine Soldaten und meine Kavallerie wieder zurück und schicke meine Scharfschützen weiter nach vorn. Beziehungsweise das sind keine Scharfschützen, das sind die Tossa-Jäger. Das darf man ja nicht verwechseln. Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Einheiten. Also sollte ich das auch so sagen. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass das Spiel hier einige Fehler macht. Und zwar bei der Bezeichnung meiner Einheiten.
Oh, ja, jetzt habe ich hier den weisen Entschluss gefasst, eine rote Bärarmee von der Hauptstreitmacht abzuziehen und sie dafür auf diese Flanke zu setzen. Weil mit Scharfschützen kann man ja nicht alleine gegen zwei Truppenverbände von normaler Linieninfanterie, beziehungsweise hier in diesem Fall der Streitmacht Roter Vogel, dagegen kann man ja nicht an mit Scharfschützen, beziehungsweise Tosserjäger. Da braucht man auch nochmal eine normale Infanterie. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass diese Wertung von den Soldaten hier total falsch ist. Beziehungsweise sie ist insofern falsch, als dass das Falsche angezeigt wird. Denn ich habe meine Soldaten alle, also die rote Bärinfanterie, habe ich alle auf 4 aufgewertet. Deswegen ist 5 hier an dieser Stelle falsch. Genauso wie es bei der Infanterie der Marine falsch ist, dass dort 3 steht, denn ich habe die auch nur auf 2 aufgewertet. Bei allen Einheiten ist es genauso, dass die halt eine Wertung zu viel haben, sozusagen. Also weiß ich auch nicht, ob das beim Feind auch so ist oder ob das nur bei mir so ist. Denn letztendlich wurde ich darauf angesprochen. Oh, hier passiert was. Pardon. Ich werde meinen Redefluss mal unterbrechen und hier mal schauen, was hier passiert. Die Scharfschützen schießen munter auf die roten Vögel. Wobei, besser gesagt, sind das die toten Vögel, weil die machen ja nicht viel. Lassen sie munter beschießen und warten nur darauf, dass sie sterben. Jetzt marschieren die Einheiten wieder zurück in den Wald. Ist auch wahrscheinlich besser für die. Können sie ein bisschen ihre Wunden lecken und dann geht das schon wieder. Jedenfalls wurde ich nachher oft darauf angesprochen, wie hoch die denn gewertet worden sind. Da meinte ich, ja, auf 4 und dann meinte Tularis aber, ja, die waren doch auf 5. Ja, sehr merkwürdig. Ich krieg wahrscheinlich mehr für mein Geld. Das ist so ein Stack gratis. Einmal eine Wertung gratis, wenn sie 4 kaufen oder da sie der Kunde erster Stunde sind, kriegen sie das so frei aus. So, hier sieht man die großen Armeen gegenüber. Von der relativen Stärke bin ich momentan unterlegen. Das hat mich am Anfang auch ziemlich verunsichert, weil ich natürlich nicht weiß, was der Feind denn noch so alles in der Hinterhand hat. Ich habe zwar gesehen, dass hier ja zweimal roter Vogel rauskam, aber man weiß ja nicht, was der Feind da noch drin versteckt hat. Und dementsprechend sollte man auch nur vorsichtig seine Schritte wagen und hier halt nur ganz, ganz millimeterweise sich vorbewegen. Meine Scharfschützen ziehe ich dann so halbwegs zurück. Hier habe ich den knienden Beschuss eingeschaltet, glaube ich. Das sollte es zumindest bedeuten, dieses Donk gerade eben. Weil ich darauf gefasst war, dass diese Einheit gleich angreifen würde. Und meine Einheiten haben sich nicht darum gekümmert und haben einfach gewartet, was passiert. Und es passierte eigentlich so gut wie nichts. Schönes Kaffeeklößchen hier. Kaffeeklößchen. Was denke ich mir wieder für Worte aus? Kaffeekränzchen im flachen Wasser. Was die Einheit natürlich wesentlich verlangsamt. Das habe ich auch schmerzlich feststellen müssen. Beziehungsweise schmerzlich? Nein. Das habe ich am eigenen Leibe feststellen müssen. Denn ich konnte halt mit den Einheiten hier nicht so agieren, wie ich es gerne gewollt hätte. Jetzt kommt es hier zum Schusswechsel. Zwischen diesen Einheiten. Ah, also meine Einheiten noch überlegen und das sieht Tularis auch ein und zieht sie etwas zurück, meine Einheiten. Und ich rücke mit meinen Scharfschützen weiter vor, denn ich möchte ja auch mal ein bisschen mitmischen mit den Tosserjägern. Die wollen ja auch ihre Vögel schießen, ihre Beute haben und schön Federn sammeln, sozusagen. Denn dafür kriegen sie extra Punkte bei Edeka oder beim Kick. Da brauchen sie ja noch neue Kleidung. Jetzt schicke ich natürlich hier die Einheiten wieder weiter nach vorne. Klar, ich möchte ja auch unbedingt da was weghauen. Doch, jetzt sind die Einheiten zwar in Reichweite für die Scharfschützen, aber die machen nichts. Und deswegen sage ich, greift mal an. Schaut mal, was passiert. Und ja, die Scharfschützen so gerne machen, schießen sie aus weiter Entfernung. Und Tularis lässt seine Einheiten auch einfach da stehen und reagiert relativ spät erst. Und zieht sie dann erst weg.
Den ersten Schusswechsel hätte man ja noch durchgehen lassen können, aber noch ein zweites Mal schießen, das ist schon sehr, sehr hart. Ja, ich habe hier auch meine, auf meiner linken Flanke meine Reitereien, also meine Yariki, habe ich schön nach vorne gezogen, weil ich weiß ja, hier sind ja mindestens noch also hier ist mindestens noch ein Truppenverband drin. Und den wollte ich natürlich herausfordern und wollte mal sehen, ob dort der jetzt hier mal rauskommen würde und mal kurz gucken würde, so, was geht denn ab? Ihr Kavalleristen, ihr könnt mir gar nichts. Aber noch sieht es nicht so aus, als würde da jemand rauskommen. Die haben sich hier wahrscheinlich so ein kleines Zeltlager gebaut und haben da halt ihre Zeit dann damit verbracht, irgendwie Pilze von Bäumen zu rauchen oder sonst was. Ja, viel Spektakuläres passiert gerade nicht. Man sieht hier zwischenzeitlich kurz die Einheiten. Die haben wahrscheinlich einen Baum angezündet, weil sie da die Pilze vom Baum direkt rauchen wollten. Naja, ist halt nicht der Schlauste, aber egal. Nun kann man hier sehen, dass meine Einheiten immer noch nach vorne marschieren. Immer schön in Deckung vom Wald, damit sie natürlich nicht zu offen dastehen. Die Scharfschützen haben schon einiges geschafft dafür, dass sie eigentlich, naja, als einzelne Armee so relativ schlecht sind. Da hätte vielleicht Tularis direkt angreifen können, weil er hat ja die Möglichkeiten gehabt. Aber er war wahrscheinlich auch gar nicht so doof, die wieder zurückzuziehen, doch letztendlich gar nichts zu machen. Auch nicht das Beste. Anhand dieser lauten Geräusche hört man, dass ich gerade den knienden Beschuss eingestellt habe bei meinen Einheiten, die darauf warten, dass der Feind sich ein bisschen weiter bewegt. Was er auch tut. Aber Tularis ist natürlich kein Dover und stellt seine Einheiten so weit entfernt, dass sie sich gerade mal Spuckreichweite von der Reichweite des meiner Truppen entfernt aufhalten. Diese Einheit hier ist immer noch getarnt und wartet darauf, dass der Sieg geholt ist oder die Niederlage geholt ist, weil dann hauen sie nämlich schön ab hier über die Berge. Sehr schön. Oder sie warten ja, bis der Feind dann so weit vorrückt oder das gesamte Gebiet haben will. Ja. Bei einer Niederlage wäre das durchaus tragisch. Beim Sieg wäre das auch tragisch, weil die hier die ganze Zeit rumgümmeln würden. Naja, egal. Jedenfalls passiert nicht wirklich viel. Meine Einheiten drehen sich immer weiter im Kreis sozusagen. Wollen hier immer weiter an die Streitmacht Roter Vogel ran. Aber merken halt, die ziehen sie immer wieder zurück, die Feigensäue. Dementsprechend habe ich da mal ein bisschen hin und her experimentiert, dass sie immer nach vorne mal wieder zurücklaufen und hin und her und was auch immer. Ist hier der General ziemlich abseits von der eigentlichen Schlacht. Hätte ich auch mehr mitmachen können mit dem General, den habe ich eigentlich die ganze Zeit nur hinterher geschickt. Aber Tularis hat Ähnliches getan. Der dürfte ähnlich weit dran sein. Nun wechselt hier Tularis irgendwie seine Formation oder auch nicht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Da sind die Einheiten fast in Reichweite. Zumindest so weit, als dass meine Soldaten sich schon mal angeblich treffen könnten. Kurze Knie im Beschuss aufgehoben, nach vorne marschiert. Wenn die Feinde in Reichweite sind, ja, angeschaltet, knienden Beschuss. Gleich geht's los. Und jetzt bewegen sie sich und kriegen erstmal eine volle Breitseite ab. Alleine der erste Schusswechsel schon über 120 Soldaten der Infanterie der Marine weggehault. Das ist schon mal kein schlechter Start. Damit ist somit die stärkste Armee des Feindes schon mal ausgehobelt und flüchtet. Hier wiederum setzen die Royal Marines Unterdrückungsfeuer ein, was natürlich einen großen Schaden an dieser Roter Bär-Infanterie anrichtet. Doch letztendlich sieht das nicht so aus, als würde das viel am Schlachtgeschehen verändern. Denn die zweite Infanterie der Marine flüchtet weiterhin. Hier ist die Moral auch fast gebrochen bei den Streitmacht Roter Vogel.
Denn hier steht auch nochmal Infanterie de Marine. Das ist ziemlich klug gewesen, die Infanterie de Marine nicht auf eine Flanke zu konzentrieren, sondern zu verteilen. Denn dann kann man auf beiden Seiten viel Schaden anrichten. Hier kommt noch die Royal Marines, nee, United States Marines Armee aus dem Wald raus, die ich ja gesehen hatte. Jetzt hole ich meine Infanterie Roter Bär hier zur Verstärkung, denn dort ist der Rote Bär ziemlich leidtragend davon geschieden von mir. Hier im See ist die Attacke auch schon unterwegs. 120 gegen 60. Die Armee verliert auch langsam die Moral. Hier habe ich jetzt ein bisschen Mist gebaut mit dem Management. Da habe ich nämlich übersehen, dass diese Armee gar nicht aufgegeben hat und durchaus noch in der Lage da ist, ein bisschen Schaden anzurichten, was das auch dann letztendlich getan hat. Die Verluste an der Infanterie der Marine hätten geringer sein können, hätte ich da mal ein bisschen drauf geachtet. Jetzt hole ich auch noch hier meine Reiter, meine kaiserliche Infanterie dazu, kaiserliche Infanterie, Kavallerie. Und hier schicke ich meine Reiter einmal durch den Wald, weil ich gedacht habe, wenn die hier drin sind, dann reiten wir mal da durch. Und tatsächlich, sie waren dann da und ich habe sie an der Seite erwischt. Und somit die letzte Reserve sozusagen in ein Handgemenge noch verwickelt. Wir verlieren meine Reitereien an Soldaten, weil die von den eigenen Soldaten angegriffen werden. Jetzt sage ich, ja, greift mal den General an. Haben sie schon gemacht. Jetzt verfolgen sie auch ein bisschen. Letzte Armee ist auch gebrochen. Euer Triumph ist nah, mein Lord. Habe ich auch gedacht. Das hat mich auch gefreut. Denn der General ist auch gebrochen. Wird jetzt nochmal beschossen. Dort hinten ist die Moral gebrochen von den roten Vögeln. Und letztendlich ist das die letzte Einheit, die hier ist. Und mit einem knappen Sieg angeblich. Dabei sind meine Verluste gar nicht so groß gewesen. Eine Armee habe ich verloren, aber der Rest ist noch da. Die Scharfschützen sind hier geblieben und haben das gemacht, was sie am besten können, nämlich gewartet und geschossen. Ja, deswegen war es ein Sieg für mich. Damit bin ich im Halbfinale, womit ich nie gerechnet hätte. Denn eigentlich bin ich total schlecht in Total War. Aber anscheinend bin ich ja doch nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Sonst hätte ich ja hier nicht gewonnen. Auf jeden Fall war das eine sehr unterhaltsame Schlacht mit dem Tularis. Durchaus schön. Er wollte von mir nicht niedergemacht werden. Jetzt hier im Video wird er auch nicht. Er ist ein ganz netter... Ein ganz netter Schlechter, ne? Ja, so, jetzt wurde er doch niedergemacht. Naja, passt schon. Also, man sieht sich in der nächsten Paarung. Die werden wahrscheinlich so gegen Samstag eintrudeln, denn dann werden die ganzen anderen Schlachten geschlagen. Und mal sehen, wer dann weiterkommt und letztendlich ins Halbfinale einzieht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ciao.